Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal PC-Check. Heute widmen wir uns über Amazon.de den Megaport High-End Gaming PC AMD Ryzen 9, bla 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 bla, kennt ihr alle schon. Und wir starten wie immer mit dem Build und zwar, ja gut, bei 3000 Euro jetzt noch von einem Fake zu sprechen ist vielleicht doch ein bisschen falsch, ja. Die verbauen zwar Corsair Vengeance RGB Pro, das ist aber, naja, in Anführungsstrichen die alte Serie, das alte Design. Es ist RGB Pro Speicher. Sollten sie diese 32 GB wirklich auf 4 Riegel aufteilen, dann kriegen sie von mir auf den Arsch, weil das ist eigentlich nicht so Stand der Dinge. Man sollte, wenn möglich, Dual-Channel fahren. Aber gut, ich kann jetzt nicht sagen, ob es fake ist oder nicht. Es ist wirklich eine 120er Wasserkühlung drin. Die Grafikkarte ist weiß und es steht nichts drauf. Ich kann dazu leider nichts sagen. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass das System wirklich so aussieht. Eventuell müsst ihr hier und da ein paar Abstriche machen, aber an und für sich sollte das soweit schon passen. Kurz vorweg, 3019 Euro kostet dieses System. Gratislieferung 14. bis 16. Juli, wenn ihr das jetzt heute bestellen würdet. Und wir gehen einfach mal durch. Ja, bei Amazon ist immer ein bisschen schwierig, die technischen Daten richtig herauszufinden. Hier stehen sie zum Glück einigermaßen gut drin. Dieser herausragende Gaming-PC von Megaport bietet Ihnen pures Gaming-Vergnügen. Als Herzstück des Hochleistungsrechners kommt der brandneue AMD Ryzen 9 5900X-Prozessor mit rasanten 12x3,7 GHz zum Einsatz. Ja, beeindruckende Grafikleistung wird durch aktuellste Technologie der Nvidia GeForce blablabla, also Werbegeschwafel, es ist halt einfach so, ne? Es ist jetzt nicht falsch, was da steht, aber okay. So, Betriebssystem Windows 10 Home, alles klar, habe ich euch rausgesucht. Hier ist es auch schon, Windows 10 Home, 3264-Bit, 26,94 € bei MySoftware oder eben 14 Euro bei CDK Deals. Bei meinem Partner. Weitere Infos unten in der Beschreibung. Als Prozessor haben wir den AMD Ryzen 9 5900X 12x3,7 GHz. Das ist quasi fast das Topmodell aus der Ryzen 9 Serie. Es gibt noch den 5950, aber das ist dann nur noch virtueller Schatzvergleich, man muss es so sagen. Der ist viel zu teuer für das, was er an Mehrleistung bietet. Der 59er ist gegenüber dem 58er auch schon so ein bisschen, naja, preis-leistungstechnisch hinterher. Aber wenn ich mir jetzt ein System zusammenstellen würde, würde ich den tatsächlich auch verbauen, ja. Hier ist auch schon, ich glaube, da gibt es auch keine weiteren Fragen mehr. Das Ding ist ein Monster. Man muss es so sagen, wie es ist. Ihr werdet damit alles zocken können, überhaupt kein Problem. Ihr könnt darüber rendern, streamen, was ihr wollt, überhaupt kein Problem. 529 Euro bei Mindfactory packen wir auch so in den Warenkorb. Der Kühler ist ein cooler Master, Master Liquid Light 120er Wasserkühler. Hier haben wir ihn auch schon für 40 Euro bei Amazon. Als nächstes käme für 44 Euro Computer Universe und so weiter. Ja, es ist ein 180 Watt TDP Lüfter, beziehungsweise Wasserkühlung. Der Prozessor hat eine TDP von 105 Watt. Der reicht theoretisch aus, ja, wenn ihr jetzt übertakten wollt oder es sehr warm ist jetzt bei euch in der Bude, dann wird es irgendwann ein bisschen eng. Wir kommen hinterher noch zu einer kleinen Alternative. Das wird sich jetzt auch so in die Richtung bewegen, was für ein System würde ich mir zusammenstellen, wenn ich die Kohle jetzt hätte. Wir vereinen quasi zwei Themen in einem Video. Aber alles in allem, ja, der ist in Ordnung, ist jetzt nicht das höchste der Gefühle, aber er reicht erstmal aus. Als Mainboard haben wir ein Gigabyte X570 Gaming X. Hier ist es auch schon für 147,90 € bei Mindfactory. Ist an und für sich ein grundsolides Board, ist auch ein guter Chipsatz. 4 RAM-Bänke haben wir hier, gekühlte Spannungswandler. Hier kommt die M.2 SSD rein, kennt ihr ja schon aus den anderen Videos. Hier kommt die Grafikkarte hin. Dieser Slot wird sowieso verdeckt, wenn ihr Pech habt, der hier auch. Aber ihr könntet darüber noch erweitern, WLAN-Karte, USB-Karte. Hier könnt ihr noch eine Capture-Card anschließen, wenn ihr möchtet. Hier unten irgendwas, was euch beliebt. Es gibt ja auch M.2 Erweiterungskarten, die man sich da ins Gehäuse reinschrauben kann. Hier unten habt ihr noch einen weiteren M.2 Slot. Das hier ist der gekühlte Chipsatz. Von den Anschlüssen her ein bisschen genügsam. Zweimal PS-2 Anschluss, HDMI Anschluss, den ihr sowieso nicht benutzt, weil der 5900er auch keine Grafikeinheit hat. Kleiner Tipp am Rande, wollt ihr einen Prozessor mit Grafikeinheit, gelten für euch quasi die 5000er Reihe mit einem G dahinter, die 3000er Reihe mit einem G, zum Beispiel der 3400G. Das ist so ein Prozessor, den könnt ihr draufpacken, wenn ihr jetzt keine Grafikkarte habt, könnt ihr darüber das Bild ziehen. Dann haben wir 4x USB 3.0, hier vorne auch der Anschluss fürs BIOS Flashen. 2x USB 2.0, Netzwerkanschluss, Mikrofon, Lautsprecher, Line-In. Also wirklich das grundlegendste, nötigste, was ihr haben könnt, wollt, wie auch immer. Ich brauche mehr USB-Anschlüsse. Liegt aber auch an den ganzen Lampen hier und Mikrofonen, was ich nicht alles hier habe. Packen wir auch so in den Warenkorb. Wir kommen ja gleich noch zu einer Alternative. WLAN, WLAN-Highspeed-Karte, Gigabyte, GC-WB1733D-i für kabellose Internetverbindung. Wird dann über diesen besagten PCI-Express-Slot realisiert. Hier sieht man es ja auch an der Anschlussart. Das könnt ihr ja mit den Anschlüssen auf dem Mainboard mal vergleichen. Hat eine externe Antenne. Hat die Standards 802.11abgnac. AC ist jetzt so der aktuelle Standard. Im Moment gibt es ja auch noch AX. Das kommt jetzt erst alles noch. Hat 2,4 GHz WLAN und auch 5 GHz WLAN, je nachdem, was euer Router kann. 21,88 € bei Kolektik.com. Das scheint ein polnischer Anbieter zu sein. Ansonsten eben Mindfactory für 33 Euro.
Warum ist der so günstig? Ah, egal, wir packen es mal so in den Warenkorb. Arbeitsspeicher 32 GB DDR4 3200 MHz Corsa RGB Pro. Jetzt kann ich euch natürlich nicht sagen, ob es wirklich die auf dem Bild sind. Ich nehme die ganz normalen Vengeance RGB Pro, die ich immer nehme. 3200 MHz ist natürlich jetzt genau die Spezifikation, die AMD vorgibt. Ihr könnt den 5900 aber auch mit 3600 oder 4000 MHz rennen lassen. Die 4000 MHz RAM-Riegel sind zu teuer, gar keine Frage, aber 3600 hätte es ruhig rein dürfen. Ja, draußen gewittert es gerade aber wieder ganz schön, jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen. Naja, für 173,50 Euro bei Mindfactory, wir haben jetzt auch Dual-Channel genommen. Die haben zwar auf dem Bild 4 Riegel, wir nehmen 2. Ist einfach nur vernünftig. Die Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce RTX 3080 Ti 12 GB GDDR6X. Ja, gut, da kommt jetzt nur noch die 3090 und dann war es das auch. Also, es ist wirklich eine gute Grafikkarte, die ist sehr hoch angesiedelt. Ihr könnt euch die Benchmarks ja bei YouTube mal dadurch angucken. Ich habe davon jetzt keine Ahnung, was da die FPS sind. Ich kaufe mir so eine Karte nicht. Ich gebe nicht 1500 Euro für so eine Karte aus. Ich habe auch vorher nicht geguckt. Ich weiß nur, dass es eins der Top-Modelle ist und das reicht als Information. Ich habe in dem Fall die Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Eagle 12 GB genommen. Die hat natürlich eine TDP von 350 Watt. Dementsprechend stark und stabil muss auch das Netzteil sein. Kommen wir gleich auch noch zu. 1449 Euro bei Computer Universe und packen wir auch so in den Warenkorb. Also wirklich mit der Grafikkarte, auch wenn ich mich jetzt nicht weiter damit beschäftigt habe, werdet ihr keine Probleme haben, was Zocken angeht. Full HD sowieso nicht, WQHD wahrscheinlich sogar 144 Hertz. Ihr müsst nachgucken bei YouTube. Es ist eine High-End-Gaming-Maschine. Als Festplatte 1 haben wir eine 1TB M.2 Crucial SSD. So, das wird die sein, die wir immer nehmen. Crucial P2 SSD 1TB M.2. 95 Euro bei Mindfactory, packen wir so in den Warenkorb. Alles andere finde ich auch irgendwie Quatsch. Ist halt einfach so, wenn ihr jetzt eine Samsung Evo nehmt oder ähnliches, da bezahlt ihr nochmal 50, 60 Euro extra, einfach nur, dass ihr dann 3 oder 4 GB die Sekunde lesen, schreiben habt. Weiß nicht, ob sich das lohnt. Die hier ist vernünftig, die packen wir auch so in den Warenkorb. Dazu bekommen wir noch eine 2TB SATA 3 Festplatte von Toshiba, also eine HDD. Wir nehmen in dem Fall die Toshiba P300 Desktop-PC, 2TB, SATA 6 GB, ihr kennt ihr ja schon. Für 43 Euro 4 bei iPon oder eben 46 Euro bei Mindfactory, das könnt ihr euch jetzt aussuchen, das hier ist schon wieder ein ausländischer Händler. Ist natürlich dafür gedacht, dass ihr die Spiele und so weiter auslagert. Ich hätte mir eine SSD gewünscht, wenn ich das System jetzt für mich zusammenstellen würde. Aber als Datengrab allemal in Ordnung. Laufwerk haben wir nicht mit dabei. Gehäuse Azza Inferno 310 RGB. Ja, das habe ich jetzt rausgesucht. Beziehungsweise, es ist dabei Geizhals, aber nur mit einem Platzhalterpreis von 1000 Euro, was Quatsch ist. Man sieht aber in dem Verlauf, dass das Teil mal um die 80 Euro gekostet hat. Hier sieht man es auch nochmal, im Moment für 999 Euro. Vorher hat es gekostet ca. 80, 81 Euro. Wir nehmen dafür jetzt einfach mal das BeQuiet PureBase 600. Das sieht zwar nicht so fancy aus, aber es ist ein vernünftiges Gehäuse, sehr funktional, sehr groß. Das andere Gehäuse war auch okay. Falls da jetzt noch Fragen zu kommen, das war in Ordnung, auch vom Luftstrom her. Ich sehe da jetzt keine Probleme. Sollte jemand Erfahrungen damit haben, bitte in die Kommentare schreiben. Das hier, das packen wir jetzt für 78 Euro bei Mindfactory in den Warenkorb. Das hat auch einen Grund, warum ich ein BeQuiet nehme. Zeige ich euch gleich. Und als Netzteil haben wir ein Gigabyte P850 GM 850 Watt. Das ist jetzt ein Netzteil, wo ich persönlich keine Erfahrung mit habe. Also ich habe keine Gigabyte Netzteile verbaut. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die qualitativ schlecht sind. Vor allen Dingen ist es auch vollmodular. Und Gigabyte ist ein bekannter Hersteller. Es wird kein China-Böller sein. Hat 80 plus Gold, was auch schon mal in Ordnung ist. Für 89,87 Euro bei Mindfactory. Ich bin ja immer so der Typ, der sagt, holt euch ein BeQuiet oder ein Corsair oder sowas. Ich glaube nicht, dass die schlecht sind. Es ist kein China-Böller. Wird für dieses System auch erstmal ausreichen. Da zeige ich euch noch was Lustiges zu. Das habe ich eben gelesen. Merkt euch mal 850 Watt. Dann schreibt hier unten einer, 750 Watt soll das alles tragen. Der schmiert doch bei der leisesten Übertaktung sofort ab oder etwa nicht. So, und dann hat Megaport hier geantwortet, ja, hat eine Empfehlung seitens Nvidia von 750 Watt inklusive aller anderen Verbraucher, bla bla. Dann steht hier noch Hinweis zum Overclocking, dies wird vom Hersteller nicht empfohlen und geschieht stets auf eigene Gefahr. Sollte ein Bauteil aufgrund von OC defekt gehen, so kann die Gewährleistung abgelehnt werden. Was machen die? Knallen euch ein 850 Watt da rein. Ey, voll geil, kommt ein System 750 Watt, haben sie wahrscheinlich selber auf ihrer eigenen Webseite auch schon ein paar Mal verkauft, haben dann gemerkt, ist vielleicht doch ein bisschen eng und schrauben hier erstmal ein 850er rein, lassen diesen Text aber so da drin. Klassiker. Und das war vom 30. Juni, also ist noch nicht so lange her, dass sie das Netzteil geändert haben. Scheint wirklich Probleme gegeben zu haben. Schön. Aber immerhin haben sie reagiert. Gut, dann sind wir auch schon am Ende vom Warenkorb. Hier haben wir einmal die 2TB HDD, hier ist die 1TB SSD, hier ist der Ryzen 5900. Hier ist der Corsair Vengeance RGB Pro als Dual-Channel mit 3200 MHz. Hier ist die Grafikkarte, hier ist das Mainboard, hier ist die WLAN-Karte, hier ist das BeQuiet-Gehäuse, hier ist die Wasserkühlung, hier ist das Netzteil und hier haben wir noch Windows. Und dann kommen wir auf einen Gesamtpreis von
2.694,03 €. Das System soll kosten 3.019. Gut, jetzt muss man sagen, Amazon will noch seinen Happen abhaben und das ist nicht wenig. Vegaport will auch noch dran verdienen, die bauen das Ding zusammen. Aber wir reden wie immer über Endkundenpreise. Vegaport kauft die Komponenten günstiger ein. Klare Sache, auch die Grafikkarten, ja, die kaufen die günstiger ein. Die wollen nur einen Teil vom Kuchen abhaben, kann man so sagen, was ihr gerade so für die Grafikkarten bezahlt. Alles in allem ist das System jetzt nicht schlecht konfiguriert. Die sind bei allem so auf Nummer sicher gegangen, beim RAM. Ja, das Mainboard ist ein bisschen tüdelig, das hätte ich vielleicht auch noch geändert. Aber ich finde über 300 € mehr als der Endkundenpreis zu teuer. Klare Sache. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe sehr oft diese Systeme zugeschickt bekommen über Discord. Ey, kannst du mal was sagen zu Megaport dem? Kannst du mal zu Megaport dem was sagen? Immer über Amazon. Das waren verschiedene Preisstufen. 2.500, 2.000 €, jetzt in dem Fall 3.000 €. Ich habe euch gesagt, ich mache jetzt ein Video darüber, weil ich durchweg der Meinung bin, dass diese Systeme, die auf Amazon von Megaport vertrieben werden, Schmutz sind. Ich muss es euch so sagen, wie es ist. Ich halte davon nichts. Das ist meine persönliche Meinung. Ihr könnt da anderer Meinung sein. Ich weiß nur, wenn ich hier einen Preisvergleich mache, bei einem 3.000-Euro-System, wo die schon eine Menge Marge in den Komponenten drin haben. Viele sagen immer, ah, die Margen sind nicht mehr so toll in der Hardware-Branche. Ja, ja, klar. Wenn ich aber 10 Stück davon verbaue, dann habe ich irgendwo eine gewisse Marge. Und dann diese 300 € noch oben drauf zu legen? Nein. Und jetzt kommen wir noch zu der Sache. Ich wurde schon öfters gefragt, was würdest du dir für ein Wunschsystem zusammenstellen? Und da kommt der schon nah dran. Aber da gibt es noch einen kleinen Trick und den zeige ich euch jetzt. Und zwar habe ich hier auf Mindfactory was zusammengestellt. Jetzt sagt ihr, ja, Mindfactory, klar, da muss ich aber selber zusammenbauen oder 150 € obendrauf zahlen. Ja, ist soweit richtig, aber wartet erstmal ab. Wir haben hier dieselbe 2 TB HDD. Wir haben denselben Prozessor. Wir haben eine bessere Wasserkühlung von MSI. Die eine Wasserkühlung, die 120er, die hat eine TDP von 180 Watt, was für den Prozessor ausreicht. Die hier hat eine TDP zwischen 215 und 250 Watt. Das habe ich jetzt gelesen, ich habe jetzt nichts Spezielles gefunden, aber allein schon, weil es eine 240er ist. Und sie auch einfach nur wesentlich besser aussieht, würde ich die schon nehmen, für 89 €. Habe ich so in den Warenkorb gepackt. Dann bekommt ihr noch ein Gigabyte X570, selber Hersteller, selber Chipsatz. Aorus Elite ist auch das Board, was ich habe, habt ihr schon öfter jetzt gesehen. Warum empfehle ich das? Weil ich selber habe und keine Probleme habe und mir die Anschlüsse sehr zusagen. Da kam jetzt mal irgendwann ein Kommentar, dein Kanal ist von deiner eigenen Meinung einfach nur durchzogen und geprägt. Ja klar, natürlich ist er das. Ich sage euch hier meine Meinung zu den Systemen. Und ich sage euch, ich habe das Ding selber und ich bin zufrieden. Ich bin nicht gepartnert, weder mit Mindfactory, noch mit Megaport, noch mit Amazon, noch mit Gigabyte. Ich habe überhaupt keinen Partner im Hardware-Segment. Nur CDK-Deals im Software-Segment, wo euch das Windows für 14 € da schnacken könnt. Aber hardware-technisch bin ich unvoreingenommen, ist meine persönliche Erfahrung und die gebe ich an euch weiter. Habe ich auch schon mal in dem Real Talk Video gesagt, ist ja aber auch egal. Da haben wir wieder viel gelabert, nix gesagt. Das hier ist das Board. 4x RAM-Bänke hat das andere auch, klar, gekühlte Spannungswandler hat das andere auch. 2.2 Anschlüsse hat das andere auch. Hier unten die Erweiterungsports, hier drunter sind sie schon mal nicht da. Weil sie wissen, die Grafikkarte wird fett, deswegen haben sie sie einfach weggelassen. Und haben dann lustigerweise den M.2-Slot nach oben verschoben, das ist gut. Und hier unten habt ihr halt ja 3 Erweiterungsports, unter anderem mit einer jetzt davon belegt natürlich für die WLAN-Karte. Aber schaut euch mal die Anschlüsse an. 4x USB 2.0, 4x USB 3.0, 2x USB 3.1, Netzwerkanschluss, Toslink, 7.1 Systemanschluss, HDMI hat das andere auch, kein PS/2 Anschluss. Wofür? Braucht kein Mensch mehr. Und ich finde es auch einfach nur optisch viel, viel besser. Ich meine, wir können es gerne nochmal vergleichen. Ich meine, es ist natürlich Geschmackssache. Aber guckt euch das Board an. Und guckt euch das Board an. Gut, das ist jetzt gewinkelt. Denkt euch den Winkel weg. Aber ich finde das designtechnisch deutlich besser. Und auch von den Anschlussmöglichkeiten finde ich es jetzt besser. Auch von der Qualität. Vor allen Dingen hinten. Nochmal zum Vergleich die I/O-Blende. Ihr habt da einmal die hier von dem X570 Elite. Ja, und das ist das Normale. Also ich glaube, da werden keine Fragen mehr gestellt, großartig, was das angeht. Also haben wir schon mal eine bessere Wasserkühlung, ein besseres Mainboard. Die WLAN-Karte bleibt gleich. Die SSD bleibt auch gleich, die packe ich sowieso immer in die Systeme rein. Was anderes braucht ihr erstmal nicht, man weiß ja nicht, was in Zukunft ist. Jetzt habe ich in dem Fall aber ein 850 Watt Be Quiet Straight Power 11 Modular 80 Plus Platinum genommen. Das heißt, ihr kriegt ein Platinum anstatt ein Goldnetzteil. Es ist von Be Quiet, voll modular wie das andere auch. Hat einen leisen Lüfter, die Straight Power, die sind darauf ausgelegt, leise zu laufen. Wobei, ich glaube, das Netzteil ist so ziemlich das leiseste Teil im ganzen System. Da ist, denke ich, sogar die Wasserkühlung lauter. Jetzt haben wir hier ein Be Quiet PureBest 600. Sehr modular aufgebaut,
die Standard-Anschlussmöglichkeiten natürlich hier vorne drin. Hier oben könnt ihr die Wasserkühlung einbauen. Könnt ihr auch in der Front einbauen, also zwei Lüfter sind mit dabei. Einer wird hinten verschraubt sein, einer vorne. Packt ihr die Wasserkühlung oben rein. Könnt ihr auch nach vorne schrauben, überhaupt kein Ding. Ist natürlich sehr schlicht, hat aber eine Seitenscheibe. Man sieht die Komponenten. Es ist sehr viel Platz in diesem Gehäuse. Kostet 78 Euro. Und da kommen wir gleich noch zu. Das ist nämlich jetzt was Besonderes. Vorher wollte ich aber noch sagen, dass wir jetzt auch die 3080 Ti drin haben. In dem Fall von KFA2. Ihr könnt natürlich auch irgendeine andere nehmen, die ungefähr in dem Preissegment bei Mindfactory liegt. Und wir haben besseren RAM. Es ist klar, der Corsair Vengeance, aber nicht als 3200er, sondern 3600er im Dual-Channel. Das heißt, ihr habt eine höhere Taktung, die frisst der 5900er Ryzen auch. Überhaupt kein Problem. Und warum habe ich das jetzt so oft angesprochen mit dem Gehäuse? Wir haben aktuell bei Mindfactory ein Summer-Deal mit Be Quiet. Das hat nichts mit mir zu tun. Das ist ein Ding zwischen denen, Be Quiet und Mindfactory. Ich habe damit nichts zu tun. Hier steht, mit Eingabe des Aktionscodes BQ Summer Deal werden Ihnen 100 Euro Rabatt auf die PC-Montage gewährt. Die kostet standardmäßig 150. Ihr müsst dafür aber ein Be Quiet Gehäuse nehmen. Das ist der Haken an der ganzen Sache. Wobei, was heißt Haken? Ich finde die Qualität der Be Quiet Gehäuse gut. Ich habe die auch selber schon verbaut. Ich hatte mal eins, da war oben sogar eine induktive Ladestation fürs Handy drauf. Gibt es auch, haben die bestimmt auch noch lagernd hier. Habe ich jetzt aber gerade auf die Schnelle nicht gefunden. Das bedeutet für euch, dass dieser Warenkorb, den ich hier zusammengestellt habe, den ich auch in die Beschreibung packen werde, wenn ihr dieses System so haben wollt, das kostet 2.911,29 Euro. Es kommt noch Windows mit da drauf, dann seid ihr so bei 2.925 und dann noch die 50 Euro Zusammenbaugebühr. Dann seid ihr 40 Euro günstiger als der Megaport-PC. Das Ding kommt zusammengebaut zu euch nach Hause und ihr habt bessere Komponenten. Das ist doch mal ein Deal, oder? Ich gehe es nochmal ganz schnell durch für alle, die jetzt das wieder so die Hälfte vergessen haben. Bessere Wasserkühlung, besseres Mainboard, besseres Netzteil, meiner Meinung nach besseres Gehäuse und besserer RAM. Für 40 Euro weniger. Fertig zusammengebaut. Ihr müsst nur noch Windows installieren. Klar, das bleibt dann an euch kleben, sollte aber kein Problem sein. Und vor allen Dingen Service Level Gold, Versand am selben Tag. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn ihr da jetzt die Montageservice in Anspruch nimmt, da kann es natürlich ein bisschen länger dauern. Hier geht es jetzt um die Hardware an sich. Ich denke mal, wenn sie die Kiste jetzt zusammenschrauben, maximal eine Woche. Und ich meine, das Ding, hier steht auch Gratislieferung 14. bis 16. Juli, ist auch eine Woche. Von daher würde ich mir da keine Sorgen machen. Das heißt, ihr habt jetzt gesehen, das Megaport-System, was nicht taugt, viel zu teuer. Dann habt ihr gesehen, was ich verändern würde. Das wäre dann auch so der Wunsch-PC, den ich mir zusammenstellen würde. Und wie ihr ihn zusammengebaut nach Hause kriegt, dann braucht ihr euch mit dieser ganzen Thematik gar nicht zu beschäftigen. Übernehmt den Warenkorb am besten so, wie ich ihn unten in der Beschreibung drin habe und lasst ihn bei Mindfactory zusammenbügeln. Einfacher geht's nicht, würde ich jetzt behaupten. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ist für mich immer sehr wichtig. Das hat auch was mit dem Wachstum des Kanals zu tun. Also wirklich, ich sehe, dass 80% nicht abonnieren. Ist schade. Lasst einen Daumen nach oben da und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen und ciao, ciao. So if you want something to hold on.